Moin, 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 herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge vom Pixelmon Let's Play. Wir haben hier ja, eine Höhle betreten, also eine Höhle gefunden mit einem Stollen, genau. Und ja, jetzt suchen wir gerade noch den Weg raus oder einfach komplett den Stollen. Gehen wir mal hier hoch. So. Hier bin ich schon alles gewesen. Ah, hier haben wir sowieso noch. Saphir, genau. So. Wunderbar. Ja, es gibt ein paar Einschränkungen, was das Modpack einfach will. Das wusste ich, dass das ein Modpack macht immer ständig, aber ich weiß nicht wieso und wie man das einfach umgehen kann, damit Mods auch geladen werden, wenn man es in den Mods-Ordner tut. Dürft ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr es wisst. Ich google nachher nochmals da. Darauf und so. Aber das habe ich jetzt noch nicht gemacht. Ich hätte es vor dem Part machen sollen. Aber ich habe gerade direkt wieder die Aufnahmetaste gedrückt. Jo. Ist jetzt auch zu spät, also ich will es jetzt nicht im Part machen. Egal. So, und weiterhin, jo, Dankeschön, ja, dass es immer noch so gut ankommt. Zwar jetzt gerade Part 1 ist noch nicht so fleißig geschaut worden, aber ist nicht schlimm, oder? Ich sehe es auch, es ist eher manchmal einfach zufällig oder mit etwas Interessantem im Titel oder so beliebter, oder? Das ist auf YouTube, oder? Da muss man clickbaiten und jo, die Leute einfach motivieren, sonst schauen sie es ja nicht gerne, weil es könnte ja nichts passieren. Also, nee, es passiert immer ein bisschen etwas Gutes und das finde ich auch toll. Also ich bin sehr, sehr gerne Let's Player, weil ich das einfach euch so übermitteln kann damit. Ich spiele und ihr dürft mir zuschauen, ohne Zwang. Also ich muss nicht irgendwie ja mega auf Influencer machen und euch erzwingen. Ihr könnt das, wenn ihr wollt, dürft mir gerne da natürlich noch ein bisschen helfen, natürlich. Aber es muss nicht unbedingt sein. Genau. Und jo, mir macht es auf jeden Fall viel Spaß und ich denke, euch kann es auch sehr viel Spaß machen. Sonst einfach mal ein bisschen Sachen sagen, oder? Wäre schön. Gut. Weil scheinbar große, die werden so gesegnet oder von den Zuschauern, aber kleine, die werden meistens überhaupt extremst unterschätzt und im Stich gelassen. Tja, kann man einfach nicht viel machen. Ich muss nur den Weg finden. Da runter und dann. Ja, ja. Auf jeden Fall hier links. Nein, nicht hier links. Das ist doch die andere Seite. Irgendwie. Oh, ich möchte wieder rausfinden, liebes Höhlensystem. Echt schwer. Hä? Ist es hier Sackgasse, wenn ich hier. Ich sag nichts mehr. Ich habe die Richtungs verwechselt. So, ich mache ja immer links die Fackel, nicht rechts. Also hier oben, ne? Genau, und dann hier rechts. Dann sind die Fackeln auch wieder rechts. Ja, okay, gut. Ich dachte, ich mache die Fackeln immer rechts rein, aber ich mache immer mit der rechten Maustaste die Fackel hin. So. Gut, dann haben wir hier auch nichts mehr scheinbar. Also der rote Stein ist zum Beispiel für Dächer sicher sehr cool dann. Wo haben wir denn hier noch nicht? Wahrscheinlich in die Richtung. Jetzt habe ich die Übersicht ein bisschen verloren. Das ist das Wasser gewesen. Also in die Richtung könnte ich noch kurz, ja. Unten ist nichts mehr. Aber vielleicht gibt es ja hier Diamanten dann unten. Es ist noch zu wenig tief. 32er. Okay, dann können wir das der schwarze Stein noch ein bisschen mitnehmen. Gut. Also, ich möchte ja eben diese Biom, nein, nicht die Biom, sondern die Pokémon-Attacken benutzen für die Villa. Jetzt haben wir aber noch keinen schönen Platz gefunden, okay. Soll ich das sagen? Wir haben ein paar coole Biome in der Nähe.
Aber so einen richtigen Bauplatz noch nicht. Und da müssen wir jetzt uns noch ein bisschen festlegen. Dürft ihr mir gerne ein bisschen helfen immer. Immer gerne gesehen. Aber tut euch nicht den Zwang auf oder so. Macht das von euch aus. Ja. Jetzt meinen noch die Leute, sie arbeiten für mich, die haben. Ja, ist nicht immer leicht, Zuschauer zu sein. Warum, wenn man nicht so viel Lust hat im Leben? So. Das ist süß. Also Apollo ist irgendwie eines meiner Lieblings-Pokémon. Ich weiß nicht, also Gengar mag ich dann nicht mehr so. Der ist mir ja dann, ja, das ist zum Beispiel der Wario. Und Apollo ist der Mario zum Beispiel. Aber, oder der Waluigi, genau. Aber, jo. Gengar ist auch cool. Vielleicht noch cooler, aber nicht so tolle. Aber Nebulak ist mir einfach ein bisschen zu wenig Rauch. Also wird einfach meistens sehr schlichter Rauch angezeigt. So, das reicht. Gehen wir jetzt mal auf die Seite. Ihr seid immer im Weg. Pokémons, nicht immer im Weg stehen. So, jetzt müssen wir aber raus und sagen, ja, da haben wir noch. Okay. Ja, das Inventar ist dann wieder komplett voll. Was ist ein Tumblestone? Ein Eisstein. Okay. Jo, jetzt sind wir voll. Ja, das ist jetzt, glaube ich, nicht mehr so viel hier. Ja, könnte schon sein. Es geht im Kreis. Aber hier unten drunter muss dann noch einer sein. Ich glaube, ich mache eine Zwischenkiste. Ich habe genug Holz. Ja, es ist doch noch intensiver mehr. Oh, ich weiß nicht, in welche Seite ich gehen muss überhaupt. Er ist schon wieder so ein... Also, ich denke, der Biom-Mod macht viel mehr so Büsche und so. Das, ja. Wir haben die Licht, oder? Habe ich noch Kohle? Ja. Noch ein bisschen Kohle mitnehmen. Noch mal tiefer. Also langsam habe ich die Übersicht verloren. Also so ein großer Stein. Ja, dieser Riesenwurm. Ich wollte gerade ein bisschen etwas versuchen rauszufinden. Was ich dem sagen könnte, aber Riesenwurm ist natürlich schon ziemlich... Das ist wieder etwas Neues. Haben wir noch Platz? Ja, komm. Ja, wer braucht schon hier? Das ist... Hä? Das ist Silber, okay. Hey! Ah, hier drinnen ist es. Dachte schon, ich hätte nichts mehr gesehen. Das war wie ein Furz. Das war nicht ich. Ich furze. Auch zwar, aber nicht so oft. Furze sind immer sehr schön. Boah, also jetzt bin ich echt Spawner. Ich habe schon den zweiten Spawner gefunden. Was bist du, ein Zombie-Spawner? Und das direkt bei diesem Hof schon mal. Ah ja, der Müllsack ist natürlich im Spawn. Krass. Also dann tun wir hier mal einen Wegpunkt auch hin, ja? Den wir öfters besichtigen, also benutzen. Weil sonst wird es einfach zu schwer. Ständige Erfolge sind wir da. Also. Ja. Wir machen das so, wir spielen das nicht so intensiv.
immer hin und her laufen und ständig überfülltes Ding haben. Gold, Erz, Bauxit, Silikon, Eisen, Namensschild, Eisenerz. Also ich nehme jetzt mal das volle, bis hier rein, tue hier nochmals aufteilen, gut. Ja, also 7 ist zu wenig. Ich lasse dich mal besser auffüllen. So. Jo, und dann noch einen, genau. Und hier tue ich den Tannenstamm auch rein, damit wir genügend Holzkohle haben. Speckstein. Holzkohle lasse ich, Steinschaufel wieder runter. Ja. Sasar, 4 Sachen. Haben wir hier oben noch nicht. Ich glaube nicht. Den Eisstein haben wir scheinbar schon gefunden. Gut. Ah ja, Amethyst nicht. Kristall. Ja, Kristall können wir auch runter. So. Gut. Also, dann. Den Sack jetzt vollstecken. Kieferstamm möchte ich gerne ein bisschen benutzen. Wir machen ja bald einen Hof. Und hier ist schon ein bisschen reif. Ne? Krass. Ja, okay, es ist Random Tick Speed 6, habe ich gestellt. Damit wir nicht allzu viel warten müssen. Aber ja, das ist eher für die Wartezeiten überbrücken. Ist bei 3 halt schon intensiv. So. Ich denke, dass der Rest mache ich einfach wieder Weizen. So. Eine Eimer müssen wir dann noch machen. Genau. Oh, jetzt habe ich zwei. So. Prima. Also, dann haben wir schon mal Eisen wieder mehr. Immer schön die Kohle mitnehmen. Ich brauche langsam aber wieder ein bisschen. Also ich lasse es jetzt mal Nacht. Ich muss ja nicht jedes Mal schlafen. Klingt ja auch nicht so. Wir haben ja keine Monster. Und ja, schauen wir manchmal auf die Map. Ne? Wieso haben wir jetzt wieder Dots? Tut es auch nicht speichern? Was speichert denn überhaupt noch? Also es ist manchmal echt ein doofes Modpack. Also dort oben rechts. Ah, ich habe das Falsche genommen. Das Fullscreen Mod. Okay, es speichert einfach nicht, weil es dort auch noch eingestellt muss sein. Ja, aber wo? Ah, da. So. Da haben wir eine Größe. Jo, das reicht, oder? Ich meine immer wieder, das sei irgendwie so ein Professor oder so. Es ist ja gewollt, dass es wie ein Professor aussieht. Genau. Nur eben. Ich denke immer sofort wieder danach. Der hat eine Brille auf. Der ist sehr intelligent, dieser Wurm. Raupe eher. Ja, ist eher eine Raupe. Und er freut sich, mich zu sehen. Genauso wie einer, der dann auch immer wieder muss mit der Brille so genau hinschauen mit einer Hand. Typisch. Typisch Streber mit ihren Brillen. Aber wieso haben Streber eigentlich immer eine Brille auf? Ne, es ist ein, ja, es ist einfach dieses Vorurteil oder so. Ich kenne halt jetzt nicht so viele Streber, dass ich es immer sagen könnte, ja, es ist so. Jetzt hat der typische Streber ist dünn, hat eine Brille auf und immer irgendwie ein bisschen so das Gefühl, er ist zu fest abgelenkt. Ja. Aber eigentlich stimmt das ja meistens wahrscheinlich nicht. Könnte mich aber auch irren, weil ich es nicht so verstehe.
Weil ich bin zwar auch ein bisschen strebrisch, aber ich bin eher derjenige, der sich wirklich mal normal verhält. Für mich ist Intelligenz keine, ja, wie sagen wir denn, was ich äußere. Ich bin lieber jemanden, der meine Intelligenz für mich behält oder gar nicht angeben muss oder sonst irgendwie gar nicht markant zeigen muss. Aber okay. Also. Dann nochmals ein bisschen Holzkohle. Ist bald fertig. Ja, wie sollen wir die Bäume fällen? Ich brauche einen Holzfällermod oder so. Ja, wir müssen sie ja nicht so viel mal fällen. Also das ist jetzt sowieso gerade wenig Platz hier. Ich werde hier einfach die Sachen machen, die nicht bei der Villa haben will. Und suchen wir jetzt einfach nochmals. Oder komm, ich tue noch die Kiste aussortieren. Also das Spawner 1 ist ein Spinnenspawner gewesen. Ich habe es eben nicht direkt gesehen, also das. Aber der Spinnen-Zombie-Spawner ist bekannt, dass ich den. So. Und ja, konnten wir noch kurz noch ein bisschen die andere Seite. Nein, eben nicht. Ich habe Lust, einfach nur mal eine Kiste zu finden oder so. Irgendwie ein neues Pokémon zu finden, aber hier unten. Wo wäre es komisch, wenn es einfach doch ein neues Pokémon. Weil ich habe sehr viele Pokémon einfach noch nie gesehen. Wie denn auch? Wenn man die Pokémon-Spiele und die Anime nicht so schaut. Also ich habe diese Staffel angefangen, wo er in Alola ist. Aber seitdem habe ich nichts mehr geschaut. Wenn Lava halt so blöde fließt. Hier oben waren wir aber schon, ja. Okay. Gut. Was haben wir denn hier noch? Okay, die Fackeln sind aus. Die Fackeln sind ausgegangen. Ich hoffe einfach, dass genügend Pokémon spawnen. Sonst kann es schon ein bisschen schwierig sein, alle Pokémon zu fangen. Meine Güte. So viele Pokémon und man hat einfach nicht die Möglichkeit dazu. Also, wenn ich das jetzt einfach in den Minecraft-Ordner ziehen würde, das Modpack, und die Config außen vor habe, dann stürzt es auch ab. Ich könnte es mal probieren, die Mods rauszunehmen, aber es liegt vielleicht wirklich an pixelmon.jar, oder? Dass es dann auch nicht geht. Aber ich könnte es mal ausprobieren. Jo, und die Saves muss ich auch rüber tun und die Optifine-Sachen jetzt so. Und irgendwann wird es gehen, dass die Mods auch geladen werden. Sonst haben wir halt ein bisschen ein Problem. Sind wir eingeschränkt? Naja. Ja, da haben wir noch so eine Glocke. Ja, hier haben wir noch ein paar Sachen. Also diese Glocke ist die Sanftglocke? Nein, die Giftglocke. Keine Möglichkeit, da in das Haus zu finden. So. Also mehr Zucker anpflanzen. Genau, und jetzt gehen wir mal auf Erkundung, wo wir noch nicht waren. Ich will keine Höhlenansicht. In welche Richtung war ich am wenigsten? Eigentlich nach Osten. Also wir könnten. Hier wäre halt schön, aber da war es ja sehr uneben. Wir gehen jetzt einmal hier ringsum oder so und schauen mal, dass
Dinger haben also nach Osten, ist in die Richtung. Ah, hier war ja der Berg im Weg, stimmt. Okay. Jo, wir wollen ja etwas erleben. Also es ist jetzt gerade so, als würde das Spiel gerade uns ein bisschen aufhalten, etwas zu erleben. Wir müssen halt noch ein paar Sachen machen. Was bist denn du? Du bist so ein stacheliges Vieh. Ein Roboter oder so. Und du bist... Ah, ja, den kenne ich noch. Also der ist, glaube ich, vierte oder fünfte Gen. Ziemlich ein gutes Pokémon. Aber ich kann euch nichts dazu sagen. Es hat einfach drei Köpfe. Was ist denn eine Hydra? Was ist ein Drache mit drei Köpfen? Eine Hydra ist ein Feuervogel, oder? Eine Chimera, genau, Chimera ist das. Aha. Habe ich das ein bisschen verwechselt? Was ist das für ein Stein? Der Zitbruchstein. Okay. Gut. Man spielt Pokémon, man spielt Minecraft wie ganz am Anfang, als man die Mods noch nicht hatte. Man weiß es nicht, man baut es ab und dann... Okay. Dachte schon, das wäre ein neues Dorf oder so. Jo, zum Beispiel diese Blumen, oder, hier? Man weiß es einfach noch nicht. Es ist etwas Neues. So interessant. Genau, dieser eine Pokéball, der in der Nähe war, den wollte ich noch holen, aber den haben wir jetzt natürlich nicht sofort. Da haben wir wieder ein Dorf. Gehen wir außerhalb vom... Oder gehen wir hier links? Da oben haben wir nämlich noch einen anderen Baum. Ja, wir gehen jetzt hier links durch. Ja, wir müssten eigentlich hier auch rum. Wieso kompliziert, wenn wir es auch leicht machen können? Wir gehen auch von außen wieder herum. So. Das ist eine tolle Höhle. Smorosmrottel. Bist du dieser Käfer da? Genau, mit der Zunge. Und du bist der Kleine mit der Zunge. Das ist mir jetzt gerade im vorherigen Projekt gar nicht aufgefallen, dass die Pokémon so intensiv größer und kleiner sein können. Aber jetzt gerade fällt das extremst auf. Okay, endlich eine Birke, die nicht so mega groß ist. Gut, müssen wir halt auch ein bisschen warten, bis die Blätter abgebaut werden. Manche Sachen sind irgendwie in Modpacks einfach nötig. Wie zum Beispiel Fast Leaf Decays, aber irgendwie haben die immer Lizenzschwierigkeiten oder so. Oder haben einfach keine Lust auf den Mod. Und das stört mich dann, wenn es vor allem nicht rein editierbar ist. Oder? Wieso darf man nicht frei wählen? Was hat der Entwickler eigentlich da für ein Problem, dass wir dieses Modpack nicht umändern können? Wieso nicht extra Mods einfach reintun? Wieso dürfen wir das nicht? Also ich weiß jetzt nicht genau, also ich muss jetzt wirklich einen Platz haben, wo ich Sand in großen Mengen finde. Aber gut, wir haben nur zwei Setzlinge auch hier bekommen. Was ist hier noch im Boden? Was bist du? Sonst. Aha, okay. Cool. Da haben wir richtig viele Setzlinge. Das ist geil. Okay, dann können wir wieder mal etwas trainieren. Ich tue jetzt mal den Feuervogel. Aber der ist schon Level 8. Also der ist Level 2. 10. Sag ich jetzt Level 2. Wenn ich 10 will, sagen. Glut, genau. Und Glut ist ja auch physisch, oder? Ist es? Spezial meine ich. Meine Güte, was habe ich jetzt? Ah, Spezial wollte ich sagen. Nein, ich wollte nicht Spezial sagen. Ich wollte psychisch sein. Ich weiß nicht. So. Eieiei. Der Drago hat wieder etwas auf dem Schlauch. Das ist auch schön, dass der rote Stein schon hier oben sich zeigt. Also ich finde den Biomes-Mod wirklich fantastisch. Er hat zwar auch ein bisschen Nachteile, wegen, ja, man kann nicht so gut herumlaufen.
Das stört mich irgendwie nicht. Ich will vor allem etwas erreichen. Was ist denn das für ein Wald? Hier haben wir noch einen Kürbis. Einfach weiter in die Richtung zum Dorf. Ja, schreibt mir mal in die Kommentare, wie ihr das Modpack jetzt so findet. Natürlich ist es sehr negativ, denke ich mal, weil man da nichts verändern kann. Es sind, glaube ich, nur 5 Mods, die aber ein bisschen größer sind. Also wenigstens 3 davon. Ja, ich finde es jetzt doch noch interessant, weil man einfach diese Begrenzung hat. Aber ich weiß nicht, ob die Motivation lange da bleibt. Naja. Irgendwann mal stört es mich einfach, dass ich nicht neue Pokémon finden werde, weil es zu wenig Pokémon-Spawns gibt. Aber wie soll ich das machen, oder? Ich kann es ja nicht verändern, solange ich nicht weiß, wie. Aber wieso macht man denn so Einschränkungen als Modpack-Nutzer? Gibt es irgendwie da irgendwie wieder Lizenzprobleme? Wieso machen Menschen einfach ständig Schlechtsachen, weil sie irgendwie etwas schützen wollen? Wieso ist Schutz wichtiger als irgendwie Freiheit und Spaß? Keine Ahnung. Ich will Musik auch. Das ist aber ein Riesen. Evoli. Ich dachte, die seien immer so kleine Mini-Hunde. Okay, ich hole es mir einfach mit dem Rotball. Und hoffe, dass es nicht ausbricht. Ich will dieses Riesen. Evoli. Dieser Turm habe ich gar nicht gesehen. Hä? Er ist einfach auf der anderen Seite. Runde 1, Knockout. Kein Shiny, aber... Wer anders? Hä? Was ist an diesem Evoli anders? Hey, das ist doch ganz normale Farbe, oder ist das Evoli dunkel? Spacey. Hat es längere Ohren, das ist deshalb. Was ist würzig? Also, was ist jetzt ganz anders an diesem Evoli? Hallo Evoli? Evoli? Guck runter. Komm mal hier rüber. Was ist besonders an diesem Evoli? Das ist doch ein Enton. Der Turm ist halb gespawnt. Ich habe irgendwie Probleme mit dem realistischen Denken, was der Mod so zeigt, oder? Kann ich dich reiten? Komm, lass mich. Hey, du bist groß genug. Lass mich dich reiten. Siehst mal so ein mega Drago mit Muskeln und so auf einem armen Evoli reiten. Und der denkt sich so: Ja, ich bin genug klein, ich bin ja noch jung. Ikastanish. Ist das ein Starter-Pokémon? Nein. Sieht ein bisschen aus wie so ein Pflanzenstarter. Hey, das. Ich habe einfach an ein paar Mods so unglaublich viel Spaß, weil einfach so random wieder etwas Geiles passiert. Es spawnen wirklich bessere Pokémon, habe ich so das Gefühl. Vielleicht eben, weil ich es ein bisschen zu fest begrenzt habe, Level begrenzt habe. Ja. Pilz. Nehme ich noch einen Pilz mit. Ich dachte zuerst, das wäre ein Pokémon, das einfach stillsteht. Gut, also da haben wir mal ein schönes Dorf 2. Der Spawn ist halt auch noch ein Dorf, aber komm, wir nennen das jetzt Dorf 1. Hä, das sieht aber auch ein bisschen aus wie dieses. Ah nein, das Dorf habe ich nicht gezeigt. Da habe ich ja noch ein bisschen gespielt im anderen Modpack. In meinem selberen. Also, Dorf 1. Das ist unser Dorf 1. Das andere ist. Ach komm. Das andere ist Eis, Dorf Eis. Ach komm. Und dann hier Dorf 2. Ebene. Immer ein bisschen schreiben. Jetzt machen wir einfach die aus, die wir nicht brauchen.
Und Hausebene ist dann wieder unser Ding-Punkt, das Spawn nicht. Dann machen wir den Spinnens, nein, der Zombie-Spawner an. So. Ich empfehle jetzt anfangs noch drei oder vier Wegpunkte zu machen. Stört ja nichts. Und ich tue einfach die Pokémon ein bisschen mehr draußen lassen. Genau, Wolle brauchen wir. Spinnennetze einfach just for fun. Braune Keramik. Und da die Skelettschelle. Habe ich fast nicht erkannt. Schön. Da nehmen wir auch nur dieses. Okay, die ziehen wir komplett wieder. Haben wir jetzt dieses Mal ein tolles Pokémon? Also Tauros ist toll. Ja, komm, wir nehmen es mit. So. Dann haben wir Plateo-Schuhe. Hä? Okay, für ein Pokémon? Ja gut. So nötig haben wir das nicht. Hier haben wir noch nichts drin, stimmt. Ja, ich tue den Röchelofen auch hier mitnehmen. Ah, genau, hier haben wir noch Redstone und noch mehr Glas. Also wir können im nächsten Part wahrscheinlich schon ein bisschen schauen, ob wir doch den Backpack mitmachen können. Aber ich weiß nicht, ob. Nehmen die Sachen mit. So, sind wir aber voll. Den Armboss nehme ich jetzt noch nicht mit. Ja, dann müssen wir wieder stacken. Ne? Oh, eine schöne Musik. Irgendwie ist die Musik doch leise, höre ich. Na, 18. Ich will das schon noch optimal einstellen können. Ne? Gib mir ein bisschen Mühe. Gut, Schneeblock, weiße Wolle, genau. Die Bücherregale sind wichtig. So. Genau, Redstone-Block haben wir noch. Grüne Poké-Rucksack. Sneak für weitere Informationen. Um Gegenstände für den späteren Gebrauch zu lagern. Ich tue jetzt mal, ja. Ich tue die Rahmen jetzt einfach nicht mitnehmen. Oder ich tue jetzt das Sachen. Ja, es sind wirklich nur Pokémon-Sachen rein gedacht. Ja, gut. Okay, dann können wir noch mitnehmen. Die Rahmen. Rasebene-Liste. Dieses Item zeigt die Fähigkeit, das Wesen, die Evas und das Gericht eines Pokémon an. Wenn du mit dem Item in die Hand rechts klickst, auf ein Pokémon an, kann zweimal benutzt werden. Okay, falls wir mal irgendwie wirklich etwas Spezielles finden, nutzen wir das mal. So, dann haben wir hier nochmal Schneeblock. Wo war das Item? Frag mich, wo. Ah, da sind die Schneeblöcke. Gut. Und dann noch die Bälle. Ja, es ist manchmal einfach viel zu viel Loot. Aber ich bin auch ein bisschen selber schuld, dass ich alles mitnehme. Ja, gut. Wieso kann ich den Arbeitsplatz nicht mitnehmen? Also in den Rucksack rein tun. Haben wir hier irgendwie noch Bären oder so? Das ist nur das Banner. So, also Woli muss ich jetzt nicht besiegen. Ich habe ja ein bisschen Ding. Wolle. Nehmen den noch mit. Jetzt nehmen wir einfach die Bären mit und machen sie in den Rucksack rein. So. Und dann ist schon. Ja, schon wieder 34. Ey, das geht so schnell. Das ist unglaublich, wie viel Spaß das macht. So, und dann haben wir noch eine Beere. Das tun wir wieder rein.
Ich brauche unbedingt Megaplatz in der Nähe. Oder unterirdisch halt überall. Dann anpflanzen die Bärenbüsche. So. Gut, dann, ja, haben wir natürlich hier noch etwas zu erkunden. So. Vielen lieben Dank fürs Zusehen. Habt Spaß noch. Und ich glaube, ich weiß, in welchem Biom ich. Also erkunden wir nochmal die Umgebung hier. Ist auch schön, bunter Wald, aber der blaue Wald. Also hier. Jo, wir haben eben diesen einen Mod nicht. Okay, dann gehe ich da zum Ding noch. Den More Villages Mod, oder? Aber, also er funktioniert wahrscheinlich, drin ist er. Ja, netter gehen wir auch vor ins End im ersten Part und im dritten Part ins Nether. Cool. Gut, und dort ist auch noch ein Haus. Tschüss zusammen, bis nächstes Mal.